Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Laktoseintoleranz und für diesen müssen wir Zakul im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir 10 Funkelhufrinder getötet haben. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar schaut ihr als erstes mal einmal den Bossraum an. Auf dem Bossraum seht ihr, haben wir insgesamt 6 Marks geplaced. Und zwar haben wir diese 6 Marks auf diese runden Kreise geplaced, diese kleinen roten. Und diese müssen wir nämlich aktivieren, um eine bestimmte Phase triggern zu können, wo wiederum diese Kühe kommen. Wie geht das jetzt? Und zwar, wir pullen den Boss und spielen den Boss ganz normal runter bis in die vierte Phase. Das ist ein 50%. Ich habe jetzt hier mal kurz gecuttet. Ihr seht, wir sind jetzt auf unter 50%. Vierte Phase startet. Jetzt ist es wichtig, dass die Spieler sich auf diese Kreise draufstellen. Warum machen wir das? Und zwar haben wir eine Fähigkeit, die das erste Mal in der vierten Phase kommt. Und zwar ätzendes Delirium heißt sie. Und mit dieser Fähigkeit bekommen verschiedene Spieler, das ist random, einen Debuff und der muss dispelled werden. Und wenn er dispelled wird, gibt es ein bisschen Damage und unter anderem wird hier eine Void Zone geplaced und das ist so eine orange. Und diese orange Void Zone müssen wir quasi auf diese Augen drauf placen. Ja, deswegen sollten wir da stehen und die Heiler quasi dispellen halt die Leute instant, die den Mist haben. Und sobald die Void Zone drauf ist, das ist diese hier, diese orange, und diese roten Augen aktiviert, seht ihr, werden diese aktiviert. Ja, also die haben dann so einen Glänzeffekt quasi außenrum. Und das Ganze müssen wir jetzt mit allen 6 runden Kreisen machen. Und jetzt habe ich nochmal hier ein bisschen nach vorne gecuttet. Und zwar, seht ihr, sind wir gerade jetzt hier bei dem letzten Kreis. Wichtig ist, dass ihr den Boss ganz normal dabei runterspielt, denn ihr habt die Problematik, dass trotzdem ganz normal in der Angstphase durch diese dunkle Passage so Mobs beschworen werden und die gehen halt nach 2 Minuten hoch. Heißt, wenn ihr euch da zu lang Zeit lasst, werdet ihr sterben. Ihr habt das gesehen, wir haben die letzte Rune aktiviert, können dann in der Mitte ein Portal anklicken und kommen dann in dieses Q-Level. Wir haben jetzt uns dazu entschieden, den Boss rauszuziehen aus dem Cleave, denn der ist schon fast tot. Ihr müsst nämlich vorher alle Kühe töten, bevor ihr den Boss tötet, ja. Sprich, ihr klickt alle auf das Portal in der Mitte, geht ins Q-Level, tötet die kompletten Kühe, die da drin sind. Und sobald ihr euch sicher seid, dass ihr alle getötet habt, erst dann tötet ihr den Boss. Und ja, mehr ist es im Endeffekt nicht. Es ist ein bisschen tricky. Ihr solltet gucken, dass die Milis weiter auf den Boss durchziehen. Also den Boss-Damage solltet ihr nicht vernachlässigen. Vor allem die Ranges dann quasi auf die hinteren Kreise aufstellen und mit genug Damage ist das eigentlich alles kein Stress. Wenn ihr jetzt ganz lauen Schaden habt, könnte es vielleicht ein Problem mit dieser Angstphase werden. Vielleicht müsst ihr dann Leute einteilen, die das spielen. Dann wird das Achievement aber wesentlich schwieriger. So mit genug Schaden ist es wirklich kein Problem. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr easy im Normal machen. Dann ist es eigentlich ein relativ einfaches Achievement, wenn man weiß, wie es geht. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.